Hallo Leute und willkommen zu einem Video. Ich bin noch schwanger, immer noch. Bin zu Hause, könnt ihr vielleicht auch sehen. Ja, es geht mir soweit so gut. Ich habe immer noch leichte Bauchschmerzen. Ich habe immer das Gefühl, dass es bald losgehen könnte. Aber heute habe ich meinen Wimperntermin. Ihr seht vielleicht schon diese riesengroße Lücke hier. Ich freue mich, dass es sich ausgegangen ist, noch den Termin wahrzunehmen. Ich warte jetzt auf Momo. Der wird dann auf Medina schauen, während ich zum Termin gehe. Und ja. Und an dieser Stelle, weil es so gut klappt, möchte ich gleich sagen, an die, die uns noch nicht abonniert haben, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Und sonst, ja, warte ich weiterhin auf Momo. Momo und ich haben uns abgewechselt. Ich habe hier für Sarah noch was vorbereitet. Vielleicht könnt ihr es erkennen, das sind so diese scharfen Nudeln, diese extrem scharfen einmal und einmal so normale. Ein Schoko und ein Red Bull. Ich bringe immer was mit. Und letztens haben wir über die Nudeln gesprochen und ich will unbedingt, dass ihr das auch probiert. Wimpern fertig und Momo ist mit Medina rausgegangen. Wir haben uns gleich hier getroffen. Wir sind hier in so einem Kindercafé. Eine neue Location. Ich kann es euch jetzt aber nicht zeigen, es sind einfach zu viele Kinder. Aber auch sehr schön, sehr groß, ist vietnamesisch sogar. Ja, Leute, Medina hat mir dieses Buch gebracht. Ja, wir sind hier jetzt noch ein bisschen und werden dann was essen. Und Location wechseln. Momo hat unsere Switch mitgenommen. Jetzt sind wir bei meiner Schwägerin und switchen hier. Unser Neffe ist schon ein bisschen älter, er versteht schon sehr viel. Er wollte sich heute unbedingt switchen, aber... Aber wir sind gekommen mit der Switch und wir machen jetzt Probe mit ihm. Wir machen später mit dem Akku. Boah, betäubend, Leute. Auf jeden Fall verlassen wir jetzt die Wohnung der Schwester. Ich sag's euch, wir waren nach langem wieder so lange bei jemandem draußen. Es ist jetzt 11 Uhr und jetzt geht's nach Hause für uns. Ja, schon voll am Chillen, der. Aber Medina ist heute mega schnell eingeschlafen, denn es ist ja auch schon recht spät. Ich bin auf jeden Fall dabei jetzt, also ich war noch kurz einkaufen nach meinem Wimperntermin. Nur die wichtigsten Sachen, die wir brauchen, ihr seht, Brot und Butter und sowas, halt wirklich Sachen, die uns gefehlt haben. Morgen ist auch ein Feiertag bei uns, soweit ich weiß auch in Deutschland. Und ich habe gerade mein Douglas-Paket geöffnet, Leute. Ich habe mir neue Cremen bestellt, beziehungsweise Nachschub geholt. Das hat sehr gut bei mir funktioniert, deswegen habe ich es auch wieder bestellt. Eigentlich habe ich immer nur das da verwendet. Aber ja, das hat mich auch sehr angesprochen und ist auch für Mischhaut bis ölige Haut. Und ich habe jetzt, das ist aber mit so Vitamin C versetzt. Deswegen möchte ich das jetzt untertags verwenden und das eher abends. Mal sehen. Ich bin schon mega gespannt. Freunde, neuer Tag. Ich bin immer noch schwanger. Ach ja, das sind außerdem die Lashes von gestern. Ich liebe es so. Ich weiß, es gefällt nicht jedem von euch. Es ist wirklich Geschmackssache, aber ich liebe es. Ich fühle mich so wohl. Ja, und ich liebe es auch diesmal voll. Ich bin auf jeden Fall dabei, jetzt schon das Frühstück vorzubereiten. Ich zeige euch dann gleich, was es gibt. Nein. So Leute, Frühstück, ich habe es jetzt nicht so schön angerichtet, aber es ist richtig lecker. Ich habe einmal Mendemem gemacht, Champignons, hier so ein paar Käsevarianten, obwohl jetzt nochmal Schafskäse oben ist. Das war mal Babybell drauf. Ja, aber da ist jetzt das Babybell. Ist schon zweit. und Pischi, Leute, darauf hatten wir voll Bock. Wir haben es bei ihm im Instagram gesehen und ich habe es gleich machen müssen. Ja, jetzt frühstücken wir mal. So Leute, ich habe mich ein bisschen ready gemacht. Momo legt jetzt gerade Medina zum Schlafen hin. Ich habe es gleich genutzt, denn ich habe ja schon, ich habe von den Bauchschmerzen im letzten Video erzählt und mir haben ein paar Leute geschrieben, dass ich mir das zur Sicherheit anschauen soll. Das werde ich auf jeden Fall auch machen. Und ja, dadurch, dass Momo jetzt mit Medina ist, habe ich auch dort ein bisschen Ruhe, falls ich am CTG angeschlossen werde. Falls halt, und das dauert meistens lange, deswegen nutze ich die Zeit, während Momo auf und wieder schauen kann. So Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall da. Ich habe alles auch mitgenommen. Ja, was rauskommt, berichte ich euch. Ich hoffe nichts Schlimmes. Jetzt muss ich ein bisschen warten, Leute.
Ich habe das CTG vor einer Stunde gemacht. Sie haben mir Blut abgenommen und ja, Urin und alles, halt das ganz normale Prozedere. Ich war eine halbe Stunde im CTG, das ist über eine Stunde her. Und es hat sich einfach nichts getan. Niemand gibt mir Bescheid, niemand sagt irgendwas. Ich liege hier einfach und sie sagen, ich soll weiter warten. Leute, ich hasse es so, so, so sehr. Leute, die haben mich im Krankenhaus einfach vergessen. Aber es hat sich dann geklärt, die Schwester, die sich die ganze Zeit um mich gekümmert hat, hat dann eine Ärztin geholt. Und das ging dann auch schnell voran. Die haben mich einfach bis dato vergessen. Jetzt aber sind wir auch schon was essen. Wir haben uns wieder alle getroffen. Andi und seine Freundin sind auch dabei. Und jetzt, ja, werden wir was essen. Es gibt hier Medina Backhändel mit Pommes. Ich habe mir nur Pommes bestellt, aber Leute, schaut euch diese Portionen an. Das sind Trüffelpommes. Die Freundin von Andi hat sich irgendwas Gesundes bestellt. Genau, schaut sehr gesund aus, Leute. Das Gesündeste hier. Andi hat sich dasselbe bestellt, aber nur in ungesund. Nur in ungesund hat er sich das bestellt und mit mehr, noch mit mehr Fleisch, oder? Ja, Doppelfleisch. Mehr Fleisch und Nachos dazu, das schaut richtig gut aus. Momo hat, Leute, ich hasse Leute, die so Pommes so essen. Immer dippen. Aber er hat sich einen klassischen Burger bestellt. Und jetzt gönnen wir uns. Wir sind jetzt noch zu uns gekommen und was Momo anbieten wird. Das hat sie alles gegessen. Das habe ich alles gegessen. Ich nehme dich ja nicht mal ernst. Wir lieben das, das bringt Mama uns jedes Mal aus der Türkei mit und das bieten wir jetzt denen an. Chillen jetzt hier gemeinsam und ja, so lassen wir den Tag ausklingen. Leute, alle sind auch gegangen, ich bin wieder alleine. Heute finde ich, hätte ein schönerer Tag werden können, also wie soll ich sagen, ich hätte vielleicht mehr unternehmen können mit Medina und mit Momo, aber ja, irgendwie wurde auch nichts draus. Das mit dem Krankenhaus, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Ich weiß, dass es sehr mangelt an Personal in dem Bereich, was ich sehr schade finde. Aber ja, ich wurde einfach vergessen, Leute. Ja, das finde ich halt schon sehr blöd, weil ich hätte halt die Zeit nutzen können. Aber mal sehen, ich habe nächste Woche Nacht, also man hat, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich ist es bei meinen Geburten auf jeden Fall so gewesen, dass man immer einen Tag oder am Tag der Entbindung auch nochmal im Krankenhaus vorbeischauen soll. Und also so einen Termin habe ich auch noch. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Kleine diesmal nach dem Entbindungstermin kommen wird. Sie lässt sich echt noch Zeit. Im Krankenhaus haben die gemeint, dass also Fruchtwasser passt alles. Muttermund, also alles passt und alles ist auch gesund, was natürlich mir sehr wichtig war. Auf eure Empfehlung bin ich außerdem ins Krankenhaus gegangen, weil manche gemeint haben, dass es irgendwie eine Vergiftung sein könnte und manche haben mir geschrieben, irgendwas mit HELLP oder YELP-Syndrom. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht. Deswegen war ich zur Sicherheit im Krankenhaus, besser einmal zu viel als einmal zu wenig. Aber die Blutwerte und alles hat gepasst, Gott sei Dank. Und wie gesagt, in ein paar Tagen gehe ich ja sowieso nochmal dorthin und dann besprechen wir, wie wir da weiter vorgehen. Oh mein Gott! Leute, ist das normal? und sonst, Leute, was denkt ihr? Viele haben auf den 2.11. geraten. Heute ist der 1.11. Mit dem 2.11. wird es wahrscheinlich nicht. Wann denkt ihr, wann sie kommen wird? Ich bin schon so gespannt. Ja. Ach, keine Ahnung. Aber sonst war es das von diesem Video, Leute. Ich hoffe natürlich, es hat euch trotzdem gefallen. Ach, genau. Und im Endeffekt ist rausgekommen, dass ich so Bauchschmerzen hatte, weil das Kind halt schon so gegen die Organe drückt. Und ja, das tut einfach weh. Deswegen, sie hat mir auch was verschrieben, aber weil die Magenschmerzen eben, also dieser Magenbereich schon so länger angehalten hat, hat sie mir was verschrieben. Ich hoffe, das hilft. Ja, ich berichte euch aber noch alles. Und sonst, Leute, sehen wir uns im nächsten Video. Höchstwahrscheinlich noch immer schwanger, aber mal sehen. Bis zum nächsten Mal.